op weg naar Rekkingen. De tijd heeft hier stilgestaan. En wie anders kunnen we beter vragen naar het hoe en wat dan Herr Schmid? Wow, what a beautiful village is this. It's really like I'm cycling between the film sets or something. Can you tell me more about the history of the village? Ja, wir sind hier jetzt in Rekkingen und Sie sehen überall die verschiedensten Gebäude, die wir hier haben. Auch bei der Landwirtschaft, für jeden Zweck hatte man ein eigenes Haus, für das Vieh, ein Stall. Mhm. Hier unter, hinter uns ist ein Stadel. Dort war früher immer das Getreide was drin. Und da gibt es noch die kleinen Spiecher. Dort waren dann die Esswaren, das Fleisch und das zum Aufhängen. Mhm. Und das hat man weiterhin noch. Also es gibt hier Häuser, die schon 500 Jahre und mehr alt sind. Das ist Lärchenholz, das nicht behandelt wird. Mit der Zeit verwittert das und bekommt so eine dunkle, eine schwarze Farbe. And is there a difference between all the buildings? Ja, es gibt ganz spezielle Gebäude. Mhm. Hier, wo wir sind, ist das Wasser, das runterkommt. Und an dem Wasser waren früher 4 Gewerbebetriebe angeschlossen. Eine Gerberei, wo man die Felle machen konnte, eine Hammerschmiede für mit Eisen zu arbeiten, yeah, eine Mühle zu mahlen. Und das, was wir jetzt gerade sehen, ist eine Sägerei, okay, die noch in Betrieb ist von Zeit zu Zeit. Geweldig, toch? Het zou zonde zijn als je hier alleen maar langs of doorheen koerst. Okay, thank you very much for the explanation. I'm going to my next stop, Grimens. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ja, danke. Und gute Muskeln noch. Gute Muskeln. Zeker, die kunnen we hier goed gebruiken.